Für mich ist das wieder, ich sagte es eben schon, ein Schritt in die Richtung, Kinder aus dem Schutz- und Schonraum der Erwachsenen herauszunehmen. Und zwar nicht nur im Bereich Sexualität, da hätten die Erwachsenen, viele Erwachsene, einen Profit von, aber auch im Bereich der Kultur, im Bereich der Wirtschaft. Ist der Schutz- und Schonraum für Kinder ein regelrechtes Hindernis. Der ganze Markt, den man sich erschließen könnte, wenn man Kinder als Sexualwesen mehr in den Vordergrund stellen könnte, oder man auch die Menschen, die Freude am Sexualwesen Kind haben, deutlicher ansprechen könnte, das wäre eine wunderbare Wachstumsrate, die man da erwirtschaften könnte.